Wenn kleine Kinder emotional Zustände erleben, die überwältigend sind, hat das in der Regel Auswirkungen auf die Zukunft. Wenn ein Kind wütend ist, ich gebe auch gleich Beispiele, sauer ist, Ohnmacht erlebt, und ich denke, wir alle haben als Kind hier und da mal Ohnmacht erlebt, und diese Emotion nicht verarbeiten kann, und ein Kind kann stark unangenehm aufgeladene Emotionen nicht verarbeiten, aufgrund des Gehirns. Es ist noch nicht so weit entwickelt wie ein Erwachsener. Was dann passiert, es entsteht eine Blockade im Energiefeld. Das heißt, die Emotion, die sehr stark unangenehm aufgeladen ist, wie die Wut oder die Trauer oder der Frust, bleibt im Körper, im Energiesystem dieses Kindes stecken. Es ist blockiert, weil es nicht fließen kann und hat eine Sogwirkung auf die Außenwelt. Später, wenn dieses Kind älter wird, wird es immer wieder die Erfahrung machen von den blockierten Gefühlen, die es mit sich trägt, zum Beispiel Trauer und Ohnmacht. Das Interessante ist, dass ein erwachsener Mensch diesen Zusammenhang nicht mehr wiederfindet von der Situation, die es jetzt gerade erlebt, zum Beispiel in der Partnerschaft, mit der Kindheit, weil es ist eine Energiefrequenz, die dieses Kind in der Kindheit erlebt, von Scham, von Unterdrückung, die es später nochmal in Beziehungen erlebt. Und wenn ich hier von Beziehungen rede, meine ich nicht nur die Beziehung zum Partner, auch zum Nachbarn, zur Schwiegermutter, zum Kollegen, ne, zu all unseren Mitmenschen, selbst zu unseren Haustieren. Emotionale Wunden, das sind stark aufgeladene, unangenehme Emotionen, die feststecken in unserem Körpersystem. Und wie eben schon erwähnt, stark aufgeladene, unangenehme Emotionen können kleine Kinder und oft auch Erwachsene, weil wir das verlernen, nicht komplett fließen lassen. Emotionen wollen fließen. Und wir, unsere Gesellschaft, hat es gelernt, dass stark unangenehme, aufgeladene Emotionen wie Wut, Trauer, Ablehnung etwas ist, was ich wegdrücke, was ich abspalte. Und das passiert, wie eben schon gesagt, sehr früh bei kleinen Kindern, dass sie das abspalten, wegdrücken, weil einfach ihr Körpersystem noch nicht imstande ist, das zu verarbeiten. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, zwei Beispiele. Einmal den jähzornigen Vater. Wie fühlt sich das Kind, wenn es einen Vater hat, der es nicht sieht, der es nicht versteht, der vielleicht auch laut ist? Es entsteht Trauer in dem Kind, Scham, Frust. Und dieses kleine Kind kann seine Wut nicht ausleben gegenüber des Vaters, weil es würde die Situation verschlimmern. Das heißt, dieses Kind lernt, das Unterbewusstsein unterstützt es, diese Ohnmacht, diese Wut, diese Scham zu unterdrücken. Dieses Gefühl wird abgespalten. Und das ist wichtig, damit das Kind die Bindung zu den Eltern weiterhin, dass sie weiterhin bestehen bleibt. Weil wenn das Kind jetzt wütend wird und zurückschreit und vielleicht auch wegschubst, wenn wir Wut empfinden, ist es eine Energie, die will fließen. Und das ist gut, wenn wir uns ein bisschen bewegen. In der Regel, wenn ein Kind das macht, nicht bei allen Eltern, wird es bestraft. Es wird abgelehnt, ignoriert. Und was macht das Kind? Es steckt diese Emotion weg. Das Beispiel geht aber auch leider auf sehr bewusste Eltern, sehr achtsame Eltern. Ich bin selbst Mutter von drei Kindern und ich denke und ich sehe es auch, dass es immer mehr Menschen gibt, die sehr achtsam sind und darauf achten, dass sie ihre unangenehmen Gefühle ihren Kindern nicht weitergeben. Die Herausforderung ist jedoch, dass unsere Kinder an unser Energiefeld angeschlossen sind. Das Kind lebt im Biotop der wahren Gefühle der Eltern. Das Kind ist an das Nervensystem angeschlossen der Eltern. Das heißt, wenn ich als Mutter selbst nicht verarbeitete Gefühle habe aus der Kindheit, also selber Dinge erlebt habe, die ich noch nicht verarbeitet habe, egal ob bewusst oder unbewusst. Ja, viele laufen auch unbewusst rum und wissen gar nicht, dass sie sehr viele traumatische Erlebnisse in der Kindheit hatten. Dann gebe ich das meinem Kind weiter, auch wenn ich liebevoll zu meinem Kind bin, weil ich unterdrücke. Das heißt, all die Gefühle, die ich unterdrücke und nach außen funktioniere, bekommt mein Kind mit. Und da gibt es ein tolles Buch, das werde ich zum Anschluss nochmal vorstellen. Da beschreibt der Autor Eltern, die unverarbeitete
Emotionen in sich tragen, geben diese wie mit einem Staffelstab weiter an ihre Kinder. Das heißt, ich habe oft Kunden bei mir sitzen, die dann sagen, du Samar, meine Kindheit war gut, meine Eltern waren liebevoll und trotzdem bin ich unglücklich in meiner Beziehung. Die Eltern, es gibt genug Eltern, wie eben erwähnt, die einfach funktionieren, die freundlich sind, die alles machen, aber innerlich gibt es Frust, es gibt Stress, vielleicht verstehen sie sich mit ihrem Partner nicht und das wird unterbewusst weitergegeben. Zur Auflösung solcher Blockaden muss ich nicht wissen, was für einen Stress meine Eltern hatten. Ich muss nicht irgendwie in vergangene Welten reisen oder sonst was, weil für die Auflösung brauche ich nur meinen Körper. Der Schlüssel für die Integration, ich will jetzt bewusst nicht Heilung sagen, für die Integration solcher blockierten Gefühle ist immer in unserem Körper. Der sagt uns, wo der Fehler liegt. Was passiert jetzt, wenn ein Kind gedemütigt wird oder auch in dem Fall nicht gedemütigt wird, aber blockierte Gefühle von den Eltern mitbekommt? Es können zwei Dinge passieren. Es gibt eine verletzte Seite. Ich gehe davon aus, dass wir die alle haben. Eine schwache Seite. Ja, das kleine Kind ist schwach, es kann sich nicht wehren gegen jemanden, der fünfmal so groß ist und vielleicht wütend ist oder das Kind ablehnt. Es entsteht eine ohnmächtige Seite. Innere Einsamkeit. Weil ich die Gefühle, die in meinem Körper fließen, nicht authentisch nach außen zeigen darf. Auf der anderen Seite entsteht eine Beschützerseite. Sie kann aggressiv sein, sie muss nicht. Strapazierfähig, ja? Man schafft alles alleine und man bekommt unglaublich viel hin in seinem Alltag. Man kann auch sehr kontrollierend werden. Viele entwickeln sich zu einem Workaholic und werden innerlich taub. Eine Erfahrung, die ich selbst gemacht habe. Innerlich taub, ohnmächtig. Und das ist mir erst bewusst geworden, seitdem ich selbst mit diesen Dingen arbeite, wie viel da taub war. So, jetzt habe ich nochmal hier ein kleines Kind. Gehen wir davon aus, dieses Kind hat in der Kindheit Ohnmacht erlebt und Frust, weil es sich nicht verteidigen durfte und einfach aushalten musste, die Wut und die ganzen Gefühle. Das ist jetzt im Energiefeld als Blockade gespeichert. Und wie eben schon erwähnt, es wirkt wie ein Sog auf die Außenwelt, magnetisch, und wird immer wieder Situationen und Menschen im Außen anziehen, die dieses Gefühl wieder antriggern. Das heißt, ich bin dann in einer Beziehung und fühle mich immer mal wieder ohnmächtig oder traurig oder betrogen, weil meine Eltern mich angelogen haben. Dieser erwachsene Mensch läuft dann in der Gegenwart rum mit der Blockade, zum Beispiel Ohnmacht und Frust, weiß es aber nicht, weil wir in unserer Gesellschaft einfach nur funktionieren. Wir schauen nicht rein, wir fühlen gar nicht rein. Und diese schwache Seite, die ich eben gezeigt habe, die will keiner anschauen.